Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Barleben, traditionell möchte ich Ihnen an der Schwelle zum neuen Jahr alles Gute wünschen. Sie selbst mögen entscheiden, ob das zurückliegende Jahr nach Ihren Vorstellungen verlief. Mein Fazit für das Jahr 2017 fällt durchaus gemischt aus. So sind wir mit Blick auf die laufende Haushaltskonsolidierung weiter auf einem guten Weg. Und das, obwohl wir auch in diesem Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag an Transferleistungen an das Land und den Landkreis abgeben mussten. Erfreulich ist dagegen die Tatsache, dass mit dem Haushalt 2017 auch die notwendigen Eigenmittel für die beantragten Fördermittel von rund 5 Millionen Euro für die Projekte Ersatzneubau der Kinderkrippe Barleben, Umbau der Schulräume in einen Kindergarten am Standort der ehemaligen Grundschule Barleben sowie die Erweiterung der Kindertagesstätte in Meizendorf gesichert sind. Somit ist die Gemeinde in der Lage, ihr Leitbild Sechs Richtige für Barleben trotz der finanziellen Situation umzusetzen. Denn ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Bemühungen liegt nach wie vor auf der hervorragenden Kinderbetreuung und auf vielseitigen Bildungsmöglichkeiten hier vor Ort. In diesem Jahr gab es zahlreiche gemeindliche Höhepunkte, die hervorzuheben sind. Ich denke da an das 20-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Wittmund und Barleben am 3. Oktober und das Jubiläum 125 Jahre Feuerwehr Barleben sowie die Grundsteinlegung für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte in der Ortschaft Ebendorf und zahlreiche von unseren aktiven Vereinen durchgeführte Veranstaltungen. All den ehrenamtlichen Engagierten gilt mein ganz besonderer Dank. Ebenfalls freut es mich, dass wir in diesem Jahr die Tradition der Babybegrüßungen wieder aufgegriffen haben. Auch im Hinblick auf die wirtschaftlichen Entwicklungen in der Gemeinde hat sich wieder einiges getan. So ist im Technologiepark Ostfalen mit dem Zentrum für Elektromobilität und Energieeffizienz ein wichtiges Entwicklungszentrum für zukunftsträchtige Technologien entstanden. Vor allem Start-up-Unternehmen sollen sich hier künftig einmieten und wachsen. Die jüngste Ansiedlung im Technologiepark Ostfalen ist die Cybertrading GmbH. Das IT-Unternehmen investiert ca. 2,5 Millionen in ein modernes Firmengebäude. Das Gewerbe in der Gemeinde Barleben ist aber nicht nur auf Gebiete im Außenbereich unserer Ortschaften beschränkt. Als hervorragendes Beispiel für die innerörtliche Entwicklung steht dafür das attraktive Geschäfts- und Wohnhaus am Breiten Weg im Zentrum der Ortschaft Barleben. Hier haben kürzlich unter anderem ein Reisebüro, ein Kosmetiksalon und eine Arztpraxis ihre Geschäftsräume eröffnet. Außerdem sind zahlreiche behindertengerechte Wohnungen an diesem Standort entstanden. Sie sehen also, dass wir durchaus optimistisch in die Zukunft schauen können. Deshalb wünsche ich Ihnen an der Schwelle zum Jahr 2018 alles Gute. Möge Ihnen 2018 Gesundheit, Glück und die Erfüllung Ihrer persönlichen Wünsche bringen. Ihr Bürgermeister Franz Ulrich Keindorf.